I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Hallo, ihr Folks. Willkommen zurück bei Uncharted 4. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Wozu hat sie sonst eine ganze Armee? Wow, what a big luck. Hoffentlich nicht. Wäre besser für Sam. Avery, ich war drauf. Das ist makaber. Hey,
Hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Gezeichnet Adam Baldridge. Grindelwald, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen, da ihr von mir genommen habt. Habe ich von euch genommen. Gezeichnet Baldridge, Gründer. Sie waren beide Gründer? Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Probleme. Okay, Strömung ist ziemlich stark. Aber es ist zu hoch, auch für eine Räuberleiter. Da oben ein paar Kisten und Vorräte. Super, ich hole uns eine her. Vorsicht da unten! Mist! Sie nicht zu fassen! Hochklettern.
dir. Ah, oh, Gentleman. Soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Okay. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja. Wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Die Strömung ist echt stark hier. Okay, heißt dann mal, dass wir mit Dura holen. Übe Sache da, ne? Glaubst du, die Seebär haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Sind wir da raus? Nee, Musik. Au! Ja. Fuck. Hallo? Ich muss starten, du Erreiter. Hallo, okay. Kranich mit dem Fisch. Was soll denn der Fisch? Vermoostes Bett. Kein Schatz verborgen. Doch, oh, das ist sicher von der Gangis Hawaii. Mogulvase, was sie nicht eingeschmolzen haben, nutzen sie als Dekoration für ihre Häuser. Schön. Vogel. Wunderschön.
Was ist das? Nein, schon wieder Text. September 1718, Gründer Baldrige. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund von unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Stadt und unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, die Saat. Aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesen Konflikt ein Ende setzen, gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachtet und gescheitert sind. Gründer Contents. Verdammt, ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Keine versteckten Symbole. Hier durch. Ja. Mord Chloe. Nicht so. Heilig. Sieh mal da, die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Hallo? Chloe. Ich bin nicht auf da. Ja, Libertalia zu besseren Zeiten, ne? Schöner ausgesehen. Oh, schöner Wasserfall. Ein Zimmer. Hey, Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Du hast recht. Komm jetzt.
Strömung ist zu stark. Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Hey, das hier sieht wie ein Weg aus. Es ist ein bisschen zu hoch. Ja, habe ich vorher auch gesehen. Mit einer Kiste habe ich auch noch schief. Ich ist noch nicht ohne Schiebe. Und du, Räuberleiter, hallo. Nein. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Guck ihn doch schon an, Räuberleiter. Das sind ja die Trümmer. Aha. Ich drücke ihn runter. Toll, danke. Pass auf. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Yeah.
toll. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Ja, Schmerz. Es sollte gehen. Okay, weg da. Bitte. Okay, gut. Toll. Ja. Ich bin oben. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Aha. Okay. Schon mal ein bisschen weiter, gell? Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Ja. Willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Jonah. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Ja, gut gemacht. Also, was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment.